Hey Leutchens und dann herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Wir gehen jetzt mal hier die Treppe hinauf und wir sind gespannt, was uns da oben erwartet. Ich denke, Kampf, der ein bisschen uns nerven wird. Wir gucken uns mal hier ein kleines Stückchen um, ob es hier noch irgendwas gibt, was wir eventuell ein bisschen benötigen oder brauchen könnten. Sieht, stand jetzt nicht so aus. Wo geht's weiter? Ach so. Wieder ein Stückchen zurück. Ach, schnell, was ist das? Ach, du siehst so tot. Wie schmeckt dir das? Und jetzt geht's erst richtig los. Komm schon. Vergiss es. Sehr schön. Geschafft. Feierabend. Ja, wohin jetzt? Da kommen wir her. Hängt hier vielleicht irgendwo ein Seil rum? Ja, ich denke mal wieder hier. Also da, quasi. Oh, Kiste. Wird schon irgendwie klappen. Nicht übertreiben. Ich will wieder zu ihm hier. Kommt Barrett! Da geht noch was. Au! Sehr gut. Bin gespannt, was hier drin ist. Ja, den nehmen wir natürlich auch sehr gern mit. Diesmal gehen wir hier so rum. Hier geht's weiter. Aber hier liegt auch. Bin ich gerade überlegen, ob ich hier hochgehe oder da drüben weitermache. Hä? Wer geht das jetzt runter? Also wir müssen ja eigentlich nach oben. Dann hat es sich ja doch gut gelohnt. Sehr schön. Ich habe gerade den mir einen Kranken gemacht und überlegt, wo ich da hinkomme. Das machen aber so, klappt es auch wunderbar. Hier ist nichts, dann gehen wir einmal hier rein. Auto. Auch nix. Dann können wir hier weitergehen. Alles geben! Versteht sich aber von selbst! Da geht noch was! Ich bin bereit! Verschwende! Jawohl! Schluss mit Lachen! Nee, nicht zaubern, wir haben die Fähigkeiten. Au! Okay, dann ist es beschäftigt. Ach, da kommt sie nicht. Roger, ich übernehme.
So, ist besser, jetzt kommen sie wieder nahkampfmäßig rankommen. Oh, schön, dass er mal so das langgezogen hat. Ah, das war's. Das läuft doch ziemlich gut. Ja, nicht schlecht. Sehr schön. Wir... Nein, da ist nichts. Mal... Auch zwar nichts, aber mal hingeguckt, ob vielleicht doch da noch was gibt, was wir eventuell brauchen könnten, aber gab's nichts. Wenn's hier zu bröckeln beginnt, na dann gute Nacht. Da geht's weiter hoch, da sind noch Kisten. Nehme ich hier gerne damit. Oder Truhe. Da ist nichts, dann rennen wir einmal drumherum. Jetzt frage ich mich natürlich, ob es da vorne was gab, deswegen rennen wir nochmal schnell andersrum zurück und gucken da rein. Oder gucken da mal hin. Tür ist nix, hier auch nicht. Dann einmal fix hier hoch geschaut. Und da ist noch eine Truhe. Die nehme ich natürlich auch sehr gerne einmal mit. Ja, nehme auch mit. Große lange Leiter. Bitte einmal hinauf. Hätte ich natürlich vorher nochmal heilen können. Wäre auch nicht verkehrt gewesen. Ah, oh, ruhig. Und hier lang. Wie furchtbar. Prägt euch den Anblick gut ein. Oh, halt. Anblick. Hatte ich mir gerade nicht eingeprägt, aber haben sie sich schon ordentlich ins Zeug gelegt. Fühlt sich verdammt gut an, dass wir Shinra jetzt endlich an den Kragen gehen. Platz nicht vor Wut. Keine Sorge. Wenn hier wer platzt, dann diese Shinra-Säcke. Na, geht nicht. Jetzt. Wollt ihr hier echt? Nein, hier lang. Bloß nicht runtersehen. Alles ganz cool. Bitte die Ruhe selbst. Ich bin ein bisschen nervös. Oh. Ich zähle auf dich. Es geht los. Hier kommt Barrett. Da geht noch was. Ich hasse die Teile. Und das andere Zuteil mache ich auch nicht. Oh, ich sehe gerade, dass der Cloud ganz schön wenig Energie hat. Das ändern wir doch mal und heilen ihn mal. Muss er nicht sterben. Wie schmeckt dir das? Auf die Tür. Autsch. Okay, jetzt hat der Barrett ganz schön wenig Energie. Aber wir können ihn ja noch ein bisschen heilen. Au, hör doch mal auf.
Oh, er braucht wieder Energie. Das macht er wieder bestimmt. Oder sie? Nein, er hat noch ein bisschen mehr. Also sie hat noch ein bisschen mehr als er. Deswegen lassen wir sie die Heilung machen. Komm schon! Schneller! Auf die Zwölfe! Da geht noch was! Hört's ab! Los, was ist der letzte eigentlich? Weiß es gar nicht. Sieht so aus. Ja, haben wir es bald mal. Schön, das Ding. Jawohl, Sieg! Genau, trotzdem Heilung durchführen. Das hat uns doch ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. So, haben sie alle einmal geheilt und alles schick. Oh. Ist das hoch? Ich leg los! Auf Onkel Barrett ist Baller! Und der eine? Da geht noch was! Also, mir reicht das. Vergiss es! Ich seh dich! Genau wie geplant! Sehr schön. Na dann? Ich denke, jetzt müsste es da auch wieder ein paar Heilteile gegeben haben. Oh. Scheiß Heli! Lässt einfach nicht locker! Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Wir müssen immer in Bewegung bleiben. Willst du mich veralbern? Ich werde es nie schaffen. Wie jetzt mal ehrlich? Los, komm! Oh, endlich! Bist du bald dann fertig? Das kann doch nicht sein! Ah, wie ich es gerade hasse wieder. Wir haben es doch fast geschafft. Der macht mich fertig. Wie viel Munition hat das Ding denn noch? Kann ich jetzt? Alter! Das macht mich echt weich. Ich kann aber auch nicht das dumme, blöde Schaden, das Schwert irgendwo hinhalten. Echt jetzt?
Willst du mich veralbern? Die ist gerade vor mir runtergerannt. Da war überhaupt nichts. Ich krieg voll auf die Fresse. Wow. Großer Platz. Vom Regen in die Taufe, was? Was ist jetzt? Ist es das? Und jetzt? Keine Chance. Nein. So. Jetzt hat sie. Wir machen mal heilen und zwar. Viel Erfolg! Ach, das sind Zweier! Oh, ich hab's gecheckt. So, 57, 57, 46 und einer davon kann mal ihn hier heilen. Sie kann sich mal selbst heilen. Da geht noch was. Nein, Rot ist nicht gut. Boah, dauert ein bisschen. Da geht noch was. Ich schmeck dir das. Auf die Trill. Nein. Ist jetzt gut, ist jetzt. Kann halt nicht nach unten. Schade, ist den Shop nicht so gut genutzt. Das war echt schade. Aber okay, Tifa hat ganz viel, deswegen kann sie gut mal heilen. So. Hat recht gehabt, gerade noch so. Vier hat nicht gefehlt, war weg gewesen. Autsch. Ja, das ist echt ungünstig, das mit dem. Nein, Hilfe. Oh, das ist jetzt nicht mehr geschafft. Vergiss es. Das tut weh.
weg jetzt endlich? So. Jetzt sehen wir so, ich denke, Mensch, wir können wieder ein bisschen heilen. Komm, die zwei schaffen doch auch noch. Wie schmeckt dir das? Nicht nachlassen! Da geht noch was! Hui, schön! Haben die ganzen Kisten kaputt gemacht. War, ich glaube, das eine oder andere war vom Timing her ganz ungünstig. Hätten wir das ein bisschen anders mehr draus machen können. Schade. Ganz große Leiter und die klettern wir beim nächsten Mal rauf. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert und ein paar Däumchen hinterlasst. Und das nächste Mal gerne wieder einschalten. Würde mich sehr, sehr freuen. So, voll sind sie geladen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Chris.